Im Städtedreieck Aachen, Köln, Mönchengladbach liegt das rheinische Braunkohlenrevier. Durch den Einsatz von Großgeräten zum Verfüllen der ausgekohlten Abbaubereiche, zur Abraumbewegung sowie zur Kohleförderung werden die Braunkohlelager im Tagebau erschlossen. Die gewonnene Rohkohle wird in den nahegelegenen Kraftwerken zu Strom umgewandelt oder in den Fabriken zu den Brennstoffen Brikett und Feinkoks veredelt. Im rheinischen Revier lagern etwa 55 Milliarden Tonnen Braunkohle, deren wirtschaftliche Ausbeutung im 18. Jahrhundert damit begann, dass Tagelöhner auf kleinen Grundstücken die Kohle zu Tage förderten und von Hand zu Brennmaterial formten. Hier an der Südostecke des Tagebaus Frechen wurde eine Grube mit anschließendem Klüttenformplatz eigens hergerichtet, um den vorindustriellen Braunkohleabbau darzustellen. Für die Filmaufnahmen konnte anhand schriftlicher Quellen und Bildzeugnissen aus dem vorigen Jahrhundert annäherungsweise das handwerkliche Verfahren nachvollzogen werden. Im Kuhlenbau hat man die Kohle zutage gebracht, dann die zerkleinerte Rohkohle zu einem Brei angemischt und schließlich zu Klütten geformt. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Braunkohle vorwiegend in einer besonderen Technik des Kuhlenbaus gewonnen. Bei diesem Abbauverfahren förderte man die Kohle aus Gruben, die bis 5 Meter breit waren. Als Arbeitsgeräte wurden Schaufel, Spaten und Spitzhacke benutzt. Um die nutzbare Kohle freizulegen, musste zuvor das Deckgebirge abgeräumt werden, das eine Mächtigkeit von 5 Meter erreichen konnte. Dann konnten die Grubenarbeiter die anstehende Kohle, die man bis ins 19. Jahrhundert als Torf oder schwarze Erde bezeichnete, und die anstelle von Holz für den Hausbrand verwendet wurde, aus dem Grubenboden lösen. Dabei war es üblich, den Boden aufzuhacken, nach und nach zu vertiefen und die losgebrochene Kohle zutage zu fördern. Der Anteil der Feinkohle überwog damals bei weitem dem der Stückkohle. Beim Kuhlenbau gehörten drei Mann zu einer Belegschaft, die Kameradschaft genannt wurde. Eine Kameradschaft bestand aus einem Hauer, einem Fördermann oder Einfüller und einem Haspelzieher. Während der Hauer die Kohle löste, musste der Einfüller die losgebrochene Kohle in die Körbe füllen und zur Haspel bringen. Wo blieb die Kohle? Als Förderkorb benutzte man Weidenkörbe, die zwischen 30 und 50 Pfund Kohle fassten. Braunkohle besteht aus pflanzlichen Substanzen. Vorwiegend aus versunkenen Laub- und Nadelwäldern, die unter Luftabschluss umgewandelt worden sind. Häufig finden sich in der Kohle noch Reste solcher Pflanzen und Holzteile, die sich nicht zersetzt haben. Jetzt haben wir einen anständigen Wurmstamm drin. Ja, der schlechte Potat. Moment, ich hole den Stamm raus. Diese Holzstücke, die für die Klüttenherstellung unbrauchbar waren, wurden aussortiert und beispielsweise als Deputatkohle an die Grubenarbeiter gegeben. Es war üblich, die gewonnene Kohle direkt aus der Grube herauszuwerfen. Hatte man, wie hier zu sehen ist, eine Tiefe von etwa 2 bis 2,5 Meter erreicht, wurde quer über eine Ecke der Grube eine Haspel aufgestellt. Die Haspel, der Förderkorb, und die zum Klüttenmachen benötigten Formeimer wurden für die Filmaufnahme nach Beschreibungen aus der Zeit um 1830 angefertigt.
auf. So, auf. Mithilfe der Winde förderte der Haspelzieher die gewonnene Rohkohle zutage. Die Seilwinde musste mit Steinen als Gegengewicht gesichert werden. Die Förderkörbe schüttete der Haspelzieher auf den Halden aus. Hier lag die Kohle in großen Haufen für das Klüttenherstellen bereit. Die Braunkohle, die als Brennmaterial diente, wurde ursprünglich auf Frechener Gruben vorwiegend ungeformt verkauft. Da aber grubenfeuchte Rohkohle schlecht brennt, hat man schon frühzeitig begonnen, die Kohleerde zu Klütten zu verarbeiten. Zum Herstellen der Klütten, den Vorläufern der heutigen Briketts, musste die Stückkohle von der Feinkohle getrennt werden. Das geschah durch Aussortieren oder bei stärkerem Stückkohleanteil durch ein Sieb als zusätzliches Hilfsmittel. Die ausgesiebten Kohlestücke wurden mit der Schaufel zerkleinert. Auf! Aussortiert wurden die Knabben, die das beliebteste Nebenprodukt der Braunkohleförderung waren. Als Knabben bezeichnete man größere Stücke Fossilholz oder große, feste Kohlestücke. Ebenso wie die Klütten wurden sie als Brennmaterial verkauft. Da sie wegen ihrer Festigkeit heizkräftiger waren, herrschte immer eine große Nachfrage. Das Verkaufsmaß für Selbstabholer waren Körbe. Wurden die Knabben mit Pferdewagen geliefert, musste der Käufer einen ganzen Karren abnehmen. Um aus der zerkleinerten, nahezu staubförmigen Kohle die Klütten formen zu können, musste man das Kohlemehl mit Wasser vermischen. Auf! Das Gemisch wurde dann mit bloßen Füßen zu einem Brei durchgeknetet. Beim Anmischen hat man stets Kohle von außen zur Mitte der ringförmig aufgehäuften Kohlemasse beigeschaufelt. Außer den Klütten und Knabben gab es ein drittes wichtiges Erzeugnis vor industrieller Braunkohlegewinnung, die sogenannte Umbererde. Solche Braunkohle kam unter den Bezeichnungen kölnischer Umber oder kölnische Erde als Farbstoff in den Handel. Sie war nach den Kölner Kaufleuten benannt, die mit dieser vererdeten Schmierkohle Handel trieben und sie in ganz Europa bekannt werden ließen. Umbererde wurde beispielsweise zum Färben von Leder oder zum Hausanstrich gebraucht. Man nutzte sie auch zur Tabakverfälschung. Bring da immer was. Bitte da hin. So, jo.
Gut, langsam. Ja, gerade. Zum Formen der Braunkohleklütten benötigte man nach unten leicht konisch zulaufende Holzeimer. Die in Frechen üblichen Klütten waren 18 cm hoch und hatten einen Durchmesser von 18 bis 20 cm. Mit Schaufel oder Spaten wurde der durchgeknetete Kohlebrei in den Eimer eingeschlagen. Anschließend stülpte der Former die Eimer auf dem Formplatz um. Außer Holzeimern muss es in Frechen auch irdene, blumentopfähnliche Formen gegeben haben. Die Klütten hatten keine einheitliche Größe. Nach einer Beschreibung aus dem Jahre 1821 waren 23 verschiedene Formen in Gebrauch. Die Klütten konnten zwischen 5 und 9 Pfund wiegen. Die Holzeimer hatten im Boden mehrere Löcher. Sie waren gewissermaßen zum Luftdruckausgleich erforderlich, damit sich die geformte Kohlemasse aus dem Gefäß lösen konnte. Zum anderen dienten sie zum Ablaufen des überschüssigen Wassers, das der Kohlebrei beim Ausformen enthielt. Die Former arbeiteten meist als Tagelöhner im Akkord. Um 1855 erhielten sie für 100 Klütten 2 Silbergroschen. Pro Tag konnte ein Former mit Gehilfe, gewöhnlich ein Junge, 500 bis 600 große Klütten herstellen. Darüber hinaus war es üblich, den Formern zusätzlich zum Lohn so viel an Klütten oder Knabben zuzuteilen, wie sie für den Eigenbedarf benötigten. Beim Klüttenmachen arbeiteten jeweils 2 Mann Hand in Hand. Der eine war für das Füllen, der zweite für das Ausstülpen der Eimer auf dem ebenen, von Steinen gesäuberten Formplatz zuständig. Zunächst wurden die Klütten in langen Reihen aufgestellt, damit sie, je nach Witterung, 1 bis 2 Tage antrocknen konnten. Beim Kuhlenbau, der hier gezeigt wird, war es üblich, die Braunkohle bis zum Grundwasserspiegel zu gewinnen. Dabei konnte die Grube eine Tiefe von 5 bis 10 Meter erreichen, in seltenen Fällen auch mehr. War die Kuhle ausgebeutet, grub man einige Meter daneben eine neue. Wollte der Grubenbesitzer die Förderung erhöhen, stellte er weitere Belegschaften ein und ließ mehrere Kuhlen gleichzeitig abteufen. Als weiteres Abbauverfahren kannte man Anfang des 19. Jahrhunderts den sogenannten Tummelbau. Bei dieser Bergbautechnik wurde die Braunkohle unterirdisch in kuppelartigen Hohlräumen gewonnen. Lediglich in den Übergangsmonaten, von Frühjahr und Herbst, hat man gleichzeitig die Kohlen abgebaut und zu Klütten weiterverarbeitet. Im Winter war es in der Regel üblich, in den Gruben zu arbeiten und auf Halde zu fördern. Während des Sommerhalbjahres wurden dann die Klütten geformt. Zu dieser Jahreszeit konnten sie am besten trocknen.
Vorsicht, Kopf! Der Klütten vorm Platz lag stets in unmittelbarer Nähe der Grube. Nach dem mehrtägigen Antrocknen wurden die Klütten gebänkt und anschließend zu Pyramiden gehäuft. Komm runter. Beim Bänken schichtete man drei Lagen aufeinander. Dann konnten die Klütten gut in Luft und Sonne weitertrocknen. Darüber hinaus schuf man Platz für die Klütten, die neu geformt wurden. Da das Formen im Freien erfolgte, musste man oft witterungsbedingte Verluste hinnehmen. Oft konnte es vorkommen, dass die Klütten durch Regen zerstört wurden. Auch konnten sie beim Bänken zerfallen, wenn sie noch nicht richtig ausgetrocknet waren. Auf solche Weise verdorbene Klütten nutzte man ebenso wie unbrauchbare, mit Ton vermengte Kohle zur Aschebereitung. Die Kohleasche wurde auf den Gruben hergestellt und dort zum Verkauf angeboten. Braunkohlenasche verwendeten die Bauern als Kunstdünger, um die Erträge der intensiv bewirtschafteten Ackerflächen aufzubessern. Hey, jetzt gut, da war uns der Schöpfe, hey? Ja, manchmal. Nach dem Austrocknen hat man die Klütten, sofern sie nicht direkt aus den Bänken verkauft wurden, pyramidenartig aufgeschichtet. Hauptverkaufszeit des stückweise gehandelten Brennmaterials war Juni. Bis zum Verkauf der Klütten, die dann übrig geblieben waren, suchte man die Pyramidenhaufen durch reisig Flechtwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Die Heizkraft der Klütten war wesentlich geringer als die der heutigen Briketts. Da sie nicht gepresst wurden, besaßen sie eine geringe Dichte sowie einen hohen Wassergehalt, der bei ungefähr 30% lag. Klütten brannten fast ohne Flamme, mit wenig Hitzeabgabe und sollen, nach Aussage der Zeitgenossen, erbärmlich gestunken haben. Die Klüttenpyramiden konnten von sehr unterschiedlicher Größe sein. Gewöhnlich stellte man 15 Lagen aufeinander. Die Haufen konnten auch beliebig verlängert werden, sodass sie 50.000 bis 100.000 Stück Klütten fassten. Das Klüttenmachen von Hand war im Frechener Braunkohlegebiet bis in die 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts üblich, ehe sich die maschinelle Brikettfertigung durchsetzte. Etwa zwei Jahrzehnte später wurde dann auch der Abbau mit Hacke und Schaufel durch den Einsatz von Fördergeräten abgelöst. Im vorigen Jahrhundert wurde Braunkohle auf Gruben von bescheidener Größe gewonnen, die man auf dem eigenen Grundstück anlegte. Heute gibt es die Großtagebaue, die sich über weiträumige, 2.000 bis 3.000 Hektar große Abbauflächen erstrecken. Hierzu gehört der Tagebau Fortuna, östlich von Bergheim. Der Einsatz immer größerer Bagger brachte diese Entwicklung ins Gigantische, deren Folge eine totale Landschaftsveränderung ist. Dabei müssen Ortschaften umgesiedelt und abgerissen, Wälder abgeholzt und Feuchtgebiete trockengelegt werden, um an die Braunkohlenflöze heranzukommen. Bis zu 220 Meter lang, 83 Meter hoch und 13.000 Tonnen schwer ist ein solcher Schaufelradbagger, der für die Abraumbewegung und für die Kohleförderung eingesetzt wird. Die Tagesleistung dieses Großgerätes liegt zwischen 100.000 und 200.000 Kubikmeter Kohle. Sie entspricht der von rund 20.000 Grubenarbeitern. Die ersten Bagger zur Kohlegewinnung wurden nach der Jahrhundertwende eingesetzt. Sie konnten jährlich 5 Millionen Tonnen fördern. Infolge der technischen Entwicklung der Abbaugeräte stieg die jährliche Förderung auf heute über 120 Millionen Tonnen Kohle.
Im Tagebauverfahren werden zunächst die Lockergesteine des Deckgebirges abgetragen und als Abraum verkippt. Dann können die Schaufelradbagger schichtweise die Braunkohlenflöze abbauen. Die gewonnene Rohkohle wird über Bandanlagen, die zwischen 2 und 3 Meter breit sind, zur Verarbeitung transportiert. Die Gesamtlänge der Bandstraßen im Tagebau Fortuna beträgt rund 40 Kilometer. Über die Bänder kommt die Kohle zur Verladestation. Von hier gelangt sie mit der betriebseigenen Eisenbahn zu Kraftwerk und Brikettfabrik. Zur Frechener Brikettfabrik Karl kommen täglich 4 Züge, die annähernd 8000 Tonnen Kohle anfahren. Dies ergibt rund 2500 Tonnen Brikett. Nach dem Abladen im Bunker wird die Rohkohle durch das Schaufelrad des Schlittens auf das Förderband verteilt. Von hier gelangt die Kohle zur Nassaufbereitung. Bei diesem Verfahren behält die Kohle ihren Wassergehalt von 50 bis 60%. Auf der Schalttafel der Nassaufbereitungsanlage werden die Vorgänge vom Zerkleinern der Kohle über das Feinsieben bis zum nochmaligen Zermahlen zu Kohlenstaub in der Hammermühle schematisch dargestellt. Zunächst kommt die Kohle über Förderbänder in ein Walzwerk, wo sie zum ersten Mal zerkleinert wird. Dies geschieht ein weiteres Mal auf der Feinsiebanlage. Nach dem Feinsieben muss die Körnung geprüft werden. Anschließend wird die noch körnige Kohle in der Hammermühle fein gemahlen. Die Schlote und Entstäuber kennzeichnen die Werksanlage zur Trockenaufbereitung. Bei diesem Verfahren kommt der Kohlenstaub in ein Röhrentrockensystem. Nach dem Trocknen hat die Kohle nur noch ca. 18% Wassergehalt. Aufgrund dieses vergleichsweise geringen Wertes sind die Briketts weitaus heizkräftiger als Klütten. Die eigentliche Brikettierung erfolgt in der Pressanlage, in der auch noch Dampfpressen aus der Zeit um 1907 stehen. Mittels 2er Stempel wird der getrocknete Kohlenstaub verdichtet und zusammengedrückt. Die Tagesleistung einer Presse liegt bei 130 bis 140 Tonnen Brikett. Nach dem Pressvorgang erreichen die Formstücke eine Temperatur von 65 Grad Celsius. Sie kühlen ab, während sie über eiserne Führungsschienen sowie über Förderbänder zum Verladen transportiert werden. Die Briketts, die vom Händler zentnerweise bestellt werden, kommen lose in Eisenbahnwaggons. Auch sogenannte Bündelbriketts, hier hergestellt in der Fabrik Wachtberg, gelangen zum Verkauf.
Jeweils 44 Stück Brikett werden zu einem Paket gebündelt, das rund einen halben Zentner wiegt. Auf dem Förderband sortiert man zuvor die zerbrochenen, unbrauchbaren Briketts aus. Die Ausschussstücke können erneut zermahlen und zu Briketts gepresst werden. Das Brikettpaket wird mit einem Stahlband umreift. Inzwischen geht man dazu über, hierfür auch Kunststoffmaterial zu verwenden. Die Einzelpakete gelangen auf Förderbändern in eine zweite Werkshalle. Hier werden sie auf Holzpaletten verladen, die insgesamt 45 Brikettbündel fassen. Das macht gut eine Tonne. Derzeit werden 85% der Braunkohle aus dem Rheinischen Revier in öffentlichen Kraftwerken zu Strom umgewandelt. Die verbleibenden 15% werden an die Veredelungsbetriebe zur Verkokung und Brikettierung geliefert. Wie im vorigen Jahrhundert die handgeformten Klütten, werden heute noch die Braunkohlebriketts trotz der Erschließung neuer Energiequellen als Hausbrand genutzt.